Herzlich willkommen zu unserer Diskussion. Die Schule hat Corona. Das ist ja ein Thema, was zurzeit also in aller Munde, aller Bildschirme ist. Und wir hatten das ja schon vor einiger Zeit angesetzt und hatten dazu ja eine kleine Studie in Auftrag gegeben. Das ist die Grundlage unserer Diskussion heute. Ich stelle erstmal unsere Runde vor und sage, wie wir vorgehen werden. Also ich bin Karl-Heinz Heinemann. Ich bin hier in Nordrhein-Westfalen in der Rosa-Luxemburg-Stiftung aktiv und habe mein Leben als Bildungsjournalist verbracht, bis ich in die Rente gerutscht bin. Und von daher habe ich auch gewisse Affinitäten zu dem Thema. Dann haben wir hier den Thomas Gesterkamp. Das ist der Mann mit dem Kopfhörer dort. Der kann vielleicht mal gerade in die Kamera winken, damit man weiß, ja. Der Thomas Gesterkamp hat für uns diese Studie gemacht, die ihr auch im Internet bekommen könnt. Da ist ja der Link auch bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung bei der Veranstaltungsankündigung. Und da sind also verschiedene Schulen auch vorgestellt, die in der Corona-Zeit, in der Zeit der Schulschließung auch versucht haben, innovative Modelle zu machen. Da ist nämlich zum Beispiel der Christian Möwes, der ist der didaktische Leiter der Primusschule Bergfidel. Ich muss mal, nein, Bergfidel, so, ich habe es immer wieder, mache ich es falsch. Also, das hat nichts mit Fidel Castro zu tun, sondern das ist ein Fideler Berg in Münster. Und Primusschule ist eine Schule, es gibt, glaube ich, nur fünf in Nordrhein-Westfalen, die Grundschule und Sekundarschule zusammengeführt haben, also auf dem guten Weg, für uns guten Weg zu einer, ich sag mal, dies böse Wort, zu einer Einheitsschule ist. Wir wissen, dass wir unter Einheitsschule nichts verstehen, was irgendwie alle vereinheitlicht, sondern wo Schülerinnen und Schüler von Anfang bis zum Ende ihrer Schullaufbahn hingehen können. Und dann haben wir hier die Martina Seifert. Martina leitet die Sekundarschule in Duisburg-Rheinhausen. Rheinhausen ist sicherlich vielleicht noch dem einen oder anderen bekannt, weil dort die großen Auseinandersetzungen in den 80er Jahren um die Hochofenschließungen waren und das prägt auch die Klientel dieser Schule. Und diese Schule ist eine bisher eine Sekundarschule, wie sie in Nordrhein-Westfalen gibt. Das ist also bis zum die Sekundarschule bis zum 10. Schuljahr. Und sie hat aber jetzt erfolgreich dafür gekämpft, dass sie in eine Gesamtschule umgewandelt wird und dann eben auch eine gymnasiale Oberstufe anbieten kann. Und da ist Steffen Kluth. Steffen arbeitet im Schulministerium im Land Brandenburg, ist dort für die Lehrerausbildung auch zuständig, hat vorher für die Lehrerbildung an der Universität Potsdam gearbeitet. Er ist auch der Stiftung verbunden. Und wir haben in dem Gesprächskreis Bildungspolitik, in dem jetzt einige von uns auch aktiv sind, ein Modell vorgeschlagen, dass man doch Lehramtsstudierende in der Corona-Zeit, in der Zeit der Schulschließungen sehr gut einsetzen könnte, damit sie dort auch die Schülerinnen und Schüler betreuen und die Lehrerinnen und Lehrer unterstützen, die, wenn sie ihre Sache ernst nehmen, und das tun ja sehr viele, auch sehr stark gefordert sind durch diese Geschichte. So, das sind unsere Teilnehmer. Jetzt wird die Sache so ablaufen, dass wir jetzt eine Dreiviertelstunde unter uns hier diskutieren und die Zuschauer können sich und wollen sich das anhören. Danach können sich alle, die das gerne möchten, die gerne mitdiskutieren wollen, die Fragen stellen wollen, Stellung nehmen wollen, in das Zoom einschalten. Der Zoom-Link war auch auf der Seite von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir machen das so, weil wir den ersten Teil dieser Diskussion auch aufnehmen und der wird dann als Video ins Netz gestellt und bleibt da so lange erhalten.
Das machen wir mit der Diskussion nicht, weil das dann eben auch datenschutzrechtliche Probleme gibt, wenn dann alle Leute in diesen kleinen Kacheln hier zu sehen sind und dann müsste man alle fragen, ob sie damit einverstanden sind und so weiter. Das war uns zu aufwendig und das haben wir schon mal so gemacht und das funktioniert auch ganz gut und wir hoffen, dass also auch viele dann daran teilnehmen. Man kann auch Fragen in den Chat stellen. Ja. Das wird dann auch ausgewertet und wird dann auch hier mit bearbeitet werden. Ja, so sieht das ja aus. Hier in Nordrhein-Westfalen, ich sitze ja auch in Köln, hat gestern wieder der Regelbetrieb in den Grundschulen begonnen. Was immer man unter Regelbetrieb sich vorstellen kann, aber vielleicht erzählt ihr mal, die zwei, die hier aus Nordrhein-Westfalen aus den Schulen sind, wie das denn jetzt bei euch konkret ausgesehen hat, wie der erste Schultag verlaufen ist und ob ihr denn jetzt wirklich von Regelbetrieb sprechen könnt. Ja, Christian, ich meine, du hast ja eine Grundschule oder zumindest das Alterssegment einer Grundschule. Vielleicht kannst du mal was dazu sagen. Wie geht ihr damit um? Ja, bei uns ist die Grundschule, so wie man sie an anderen Schulen kennt, ja gar nicht räumlich so abgebildet, sondern durch die Jahrgangsmischung haben wir Klassen mit den Jahrgängen 1, 2 und 3. Das entspricht ja so einem Großteil der Grundschulidee, die jeder so vom inneren Auge hat. Und die nächste Stufe ist dann auch mit Grundschülern, also 4, aber auch 5 und 6 im Jahrgang gemeinsam in einer jahrgangsgemischten Klasse. Die sind, genau wie du gesagt hast, jetzt frisch in der Schule und zwar nicht in der alten rotierenden Form, in kleinen Gruppen abwechselnd täglich, die wir ja vorher eingerichtet hatten, sondern sie sind wieder komplett in ihrem Klassenverband da. Das ist ein Riesenschritt für alle gewesen, also einerseits sich aus dieser Infektionszeit heraus in diesen, wie du gesagt hast, normalen Klassenmodus zurückzubewegen. Vorstellen muss man sich das trotzdem noch etwas anders als vor der ganzen Schulschließung. Der Unterricht ist gekürzt. Also wir schaffen nicht, wir sind eine Ganztagsschule, einen Unterricht von der ersten bis zur achten Stunde. Das liegt natürlich daran, dass wir gar nicht die Lehrer und Lehrerinnen vor Ort im Präsenzunterricht haben, die uns das ermöglichen. Das heißt, die Kinder kommen für 4 bis 5 Stunden durchschnittlich pro Tag in die Schule, sind jetzt aber wieder im kompletten Klassenverband. Und ja, die ganzen Hygienemaßnahmen, die in den Wochen vorher gegriffen haben, also Einbahnstraßenwege, Händewaschen, Mundschutz, die Abstandsregeln, all das, was uns so lange begleitet hat, waren letztendlich ein ganz gutes Training dafür, dass die Kinder sich jetzt wieder begegnen und trotzdem viele dieser Maßnahmen einfach verinnerlicht haben. Gut daran war auf alle Fälle auch, dass wir alle endlich wieder regelmäßig sehen. Also ihr habt gerade bei der Vorstellung von Martinas Schule erzählt, welches Umfeld dort schulisch ist. Auch bei uns ist Bergfidel ein Wohnviertel, wo viele Familien aus wirklich erschwerten Verhältnissen wohnen. Und daraus speist sich auch ein großer Teil unserer Schülerschaft. Und die nicht täglich zu sehen, das war schon schwer und schwierig für diese Kinder. Und das hat sich deutlich gebessert durch diesen täglichen Schulbesuch. So, und das hat auch die Stimmung erstmal gekennzeichnet. Gut. Martina, wie ist das denn an eurer Schule? Ihr seid ja nun keine Primarstufe, sondern Genau. ihr seid fallt nicht unter diese Regeln, ne? Nee. Also wir sind ja eine Schule in Duisburg und wenn man sich die aktuellen Infektionszahlen der Landkreise anguckt, dann ist Duisburg ja immer noch an 9. oder 10. Position. Und es gibt ja, oh Wunder, das hat mich wirklich total erstaunt, die Erkenntnis, dass also Corona-Infektionen und Armut was miteinander zu tun haben und Corona-Infektionen und Flüchtlingsunterkünfte etwas miteinander zu tun haben. Das hätten wir gar nicht vorher gedacht. Das war jetzt ironisch, falls das über das Medium nicht rüberkommt. Und insofern haben wir ein sehr, sehr striktes Hygienekonzept. Wir sind in der komfortablen Situation, dass wir nur sehr wenige Lehrer und Lehrerinnen haben, die zu der Risikogruppe gehören. Wir haben ein sehr, sehr junges, engagiertes, total fittes, tolles Kollegium.
Und so haben wir schon seit Wochen alle Kinder immer erreicht, am Anfang telefonisch, dann über Videokonferenzen, dann über Präsenzunterricht. Und wir machen aber nicht jetzt eine durchgängige Schulöffnung, weil ich das auch komplett verwirrend finde. Und es gibt ja genügend Stimmen, die sagen, die Grundschulen sind jetzt ein Feldversuch. Genau wie der Flieger, der gestern nach Mallorca gestartet ist. Also es gibt ja doch ernstzunehmende Virologen nach wie vor, die eben sagen, es gibt keine Erkenntnisse, wie das mit den Infektionen weitergeht. Und ich finde, das, was wir jetzt wissen, dass wir mit Abstand halten, Hygieneregeln offensichtlich gut durch die Zeit kommen, das müsste beibehalten werden. Und das würde ja oft auf die Spur führen, über Schule eventuell nochmal ganz anders nachzudenken. Und stattdessen macht man jetzt dieses Rollback, man öffnet wieder und sagt, alles soll so sein wie vorher. Das ist, finde ich, sowieso eine beschwerliche Situation in der Debatte, auch in der gesellschaftlichen Debatte, dieses Lechzen nach dem Vorher, wo wir doch eigentlich alle wissen, dass das Vorher sich so nicht wieder einstellen wird und auch nicht sollte. Also das war jetzt eine lange Ausführung. Du siehst, wir weichen da nach wie vor ab und haben auch gute Gründe dafür. Christian, ich meine, ihr seid ja eine Schule, die eigentlich nie so richtig den Regelbetrieb gehabt hat. Ne? Also vielleicht hat sich da dann auch wenig geändert für euch jetzt. Ja, also man kann nur Fragmente rauspicken, was nicht Regelbetrieb ist, aber ich sage ein Fragment, das besonders heraussticht, ist sicherlich auch die Notenfreiheit. Also im Konzept der Primus-Schule ist es enthalten, dass wir ohne Benotung bis zum Jahrgang 9 gehen und dort zum ersten Mal die Benotung beginnt, um dann in die Abschlussberechnung adäquat zu gehen. Das war immer natürlich pädagogisch begründet. In diesem Fall ist es natürlich aber ein hilfreiches Element gewesen, um während der Schulschließung und der jetzt sukzessive beginnenden Aufbauphase hier den Druck doch deutlich zu verringern. Wenn ich das selber, ich muss das immer so privat vergleichen, mein Patenkind sehe, das an einer normalen Grundschule untergebracht ist, was dort für Druck entstanden ist, von der Schule teilweise auch ausgerichtet auf das Elternhaus, was da zu Hause an Lernen stattfinden sollte und was letztendlich dann wieder in einer Benotung mündet. Das sind alles ganz schöne Negativelemente, sage ich mal, die bei uns schon aus pädagogischen Gründen entfallen. Das ist einfach sehr gut. Ja. Was ein anderes Element, ich hänge das hinten dran, weil es sehr wichtig ist, du sprachst das gerade an, viele Elternhäuser, viele Kinder, die sehr bedürftig sind. Du hast das auf die Armut gekoppelt. Das sind natürlich auch welche, die wir schwer teilweise erreicht haben und die wir dann überhaupt nur getroffen haben, weil wir die Beziehungsarbeit über diese vielen Jahre mit den Familien schon hergestellt haben. Ohne die wäre die Zeit sicherlich auch deutlich katastrophaler abgelaufen. Also wir haben in der Zeit auch immer ganz viel hineingehorcht in die Familien, teilweise auch über Bekannte und andere Systeme, teilweise den Cousin von nebenan und so weiter, damit wir mitkriegen, was passiert da zu Hause. Und diese Beziehungsarbeit über die Jahre, die unsere Schule prägt, die hat, glaube ich, geholfen und wird uns jetzt beim irgendwie gedachten Aufbau sicherlich auch wieder nützlich sein. Ja, vielleicht sollte man bei dieser Gelegenheit mal erwähnen, ich bin auch als Lesepater an einer Schule in Köln-Kalk. Das ist auch nicht so, sagen wir mal, mit Reichtum gesegnetes Viertel. Mhm. Und habe mit einer Lehrerin gestern gesprochen, die sich nochmal bitter beklagt hat über das Bild, das in der Öffentlichkeit von den Lehrerinnen gezeichnet wird, die also alle jetzt nur zu Hause sitzen und 4 Wochen nichts getan haben. Ich weiß es auch von dieser Schule, die Lehrerinnen haben sich wirklich sonst was aufgerissen. Die sind jeden Tag rumgefahren, haben Schüler besucht, die sie sonst nicht erreicht haben, haben fast alle Schüler immer durchtelefoniert, haben Videos mit denen gedreht. Also das sollte man wirklich mal hervorheben, dass viele Lehrerinnen und Lehrer da ganz Erstaunliches geleistet haben. Jetzt sollen wir aber mal, wir haben hier
vier Leute aus Nordrhein-Westfalen sitzen und der Steffen muss jetzt aus Brandenburg sozusagen mal den Blick in eine andere Gegend richten und wir wissen auch gar nicht, wie wird dort eigentlich damit umgegangen? Werden die Schulen dort wieder geöffnet oder seid ihr dort vorsichtiger als in Nordrhein-Westfalen? Mhm. Ja, also wir haben ja in Brandenburg von Anfang an von NRW gelernt, das ist ja unser Partnerland. Insofern haben wir auch vieles, was nicht so gut ist, in der Bildungspolitik von NRW übernommen in den letzten 30 Jahren. Und ich würde mal sagen, wir sind in den letzten Wochen und Monaten eigentlich immer so ein bisschen hinterhergelaufen, haben geguckt, wie ist die Entwicklung bundesweit und haben uns dann entsprechend angepasst. Also wir waren zu Beginn sehr vorsichtig mit der Entwicklung, auch mit der Öffnung. Unsere Pläne sahen vor, dass also nur noch die Abschlussklassen bei uns ist es 5., 6. Klasse, halt, weil wir 6-jährige Grundschule haben, überhaupt noch in die Schulen gehen. Allerdings haben wir am 24.06. auch den letzten Schultag, muss ich dazu sagen. Also wir stehen jetzt ja kurz vor Beginn der Sommerferien und eigentlich wollte unsere Frau Ministerin Ernst von der SPD eigentlich sich in diese Sommerferien irgendwie retten, hat aber auch keinen Plan in irgendeiner Form weiterentwickelt. Und dann kam der KMK-Beschluss bei uns, ich glaube, das war Anfang Mai, dass jetzt alle Schüler die Schule wiedersehen sollen. Und das hatte ich ja eigentlich schon prognostiziert, auch dort in den Entwicklungen bei uns jedenfalls im Haus, dass es politisch nicht durchhaltbar ist, hier bestimmte Klassen über Monate zu privilegieren und andere gar nicht in irgendeiner Form daran teilnehmen zu lassen. Also Stichwort Diskussion, Mischung von Präsenz und Distanzlernen. Ich glaube, was auch hier in dieser Situation der richtige Schlüssel ist, was Ilka Hoffmann ja jetzt erst vor wenigen Tagen auch wieder veröffentlicht hat, auch von Seiten der GEW, wenn es nicht anders geht, entsprechend aufgrund von zu wenig Lehrkräften oder Gruppengröße, Raumbedingungen und so weiter, dann muss man hier eine gesunde Mischung machen, weil das, glaube ich, auch das entscheidende Mittel ist. Das war lange bei uns nicht so verbreitet gewesen, hat sich jetzt erst dann, wie gesagt, mit den KMK-Beschlüssen durchgesetzt. Wir haben dann auch ab Mitte Mai sukzessive geöffnet und haben seit 15. Mai dann, also seit 25. Mai erst wieder alle in der Schule abwechselnd, dann entsprechend mit 2 Tagen in der Regel pro Woche Präsenzunterricht. Und damit gehen wir jetzt in die Sommerferien am 24.06. Und damit gab es jetzt keine Diskussion mehr über weitere Öffnungen, beziehungsweise es wurde angekündigt, ab dem 10. August, also nach den Sommerferien, dann wieder im eingeschränkten Regelbetrieb, wie es heißt, zu starten und wie bundesweit auch, bedeutet das also Aufhebung der Abstandsregeln. Ansonsten ist das ja nicht durchführbar. Die Kitas hat man jetzt gerade schon mit dem Montag, also gestern hat man die Kitas geöffnet, das ist teilweise aber auch gar nicht umsetzbar, weil man immer noch Hygieneauflagen hat, die das gar nicht ermöglichen, dann für alle sofort zu öffnen. Und auch natürlich Personaleinschränkungen, Krankschreibungen aufgrund von Gefährdungslagen, Risiko und so weiter und so weiter. Also ich glaube, das ist ähnlich wie in anderen Bundesländern. Man guckt da gegenseitig aufeinander und das ist jetzt der allgemeine Trend, das, was Martina auch schon angezeigt hat vorhin. Also man kann ja so 3 Szenarien unterscheiden. Ne? Das eine ist also, man macht nur noch Homeschooling. Das andere, man macht irgendwie ein gemischtes Modell. Und das dritte, man geht zurück ganz zurück in die Schule. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann würdest du also auch dieses gemischte Modell propagieren und bevorzugen. Ne? Genau, weil dann kann man entsprechend auch die Lerngelegenheiten, Lerneinheiten, die Sequenzen so darstellen, so mischen, so planen, dass es auch immer im Distanzlernen einen Bezug gibt, dann auch wieder zu einer Präsenzphase. Da ist eine Motivation, da auch etwas zu tun. Das kann man besser steuern. Über Wochen im Distanzlernen, das halte ich für viele Schülerinnen und Schüler unrealistisch. Und das sehen wir ja auch, die brechen weg. Also was hat diese Phase jetzt gezeigt? Auch was wir im März, April hatten, die Unterschiede haben sich immer weiter vergrößert. Viele sind uns weggerutscht, weil sie gar nicht erreichbar waren. Es gibt in Berlin so Umfragen, auch dann an den ISS, also sind so die Oberschulen, Gesamtschulen, Hauptschulen, wie man auch immer das bezeichnen möchte. Und dort sind die Lehrkräfte auch davon ausgegangen, dass ungefähr die Hälfte gar nicht erreichbar war. Das ist aber viel. Ja, also da gibt es viele Schulen, wo die Hälfte nicht. Ich meine, das hängt dann natürlich auch wieder vom Engagement ab. Dann haben wir in Berlin die besonderen Bedingungen mit an diesen Schulen auch mit extremem Seiteneinstieg.
also kaum qualifiziertes Personal in Berlin, dramatische Situation, wo es nicht gelingt, aber es wäre ein anderes Thema, auch qualifizierte Lehrkräfte gerade an die Brennpunktschulen zu bekommen. Wenn ich da vielleicht nur kurz was zu sagen darf, also ich glaube, also ich komme auch von einer Schule, die 50% Seiteneinsteiger und Einsteigerinnen hat als Lehrkräfte, das ist verdammt viel. Aber wir haben uns natürlich auch um die Lehrer und Lehrerinnen ganz intensiv gekümmert. Also wir haben direkt in der ersten Schulschließungswoche 2-mal in der Woche digitale Teamsitzungen gehabt. Wir haben ein sehr ausgeklügeltes Teammodell, auch ein bezahltes Teammodell. Und wir haben natürlich darüber auch die Lehrer und Lehrerinnen aufgefangen. Die waren am Anfang natürlich wie alle Menschen in einer Schockstarre. Also das gehört natürlich auch mit dazu, dass man diese Lehrer- und Lehrerinnen-Kooperation sehr stark fördert in solchen Schulen auch, wenn man dann die Kinder erreichen muss. Ne? Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Schlüssel bei uns gewesen. Ja. Thomas, du hast ja deine Recherchen jetzt schon vor einem Monat ungefähr gemacht. Ne? Und ich glaube, es ändert sich auch zurzeit alles sehr schnell. Aber ich meine, du hast ja so ein paar Schulen zumindest kommunikativ aufgesucht und mal geguckt, wie die damit umgegangen sind. Und auf was bist du da so gestoßen? Ja, es ist in der Tat so, dass meine Recherche den Schwerpunkt eher im Homeschooling hatte, weil zu dem Zeitpunkt, als ich daran gearbeitet habe, war das das übliche Modell. Den Anfang des Reschooling, wie ich das mal nennen will, habe ich noch einarbeiten können, aber da waren keine bilanzierenden Erkenntnisse Anfang, Mitte Mai herauszufinden. Vielleicht nochmal auch von Untersuchung oder Studie die Rede. Es ist eine ausführliche journalistische Recherche, mehr nicht. Es ist keine wissenschaftliche Arbeit mit empirischen Daten, um da das klarzustellen. Ich kann das jetzt auch nur eben im Parforce-Ritt so ein bisschen vorstellen. Also fangen wir nochmal an mit dem Homeschooling. Da finde ich den Aspekt wichtig und damit fängt diese Recherche auch an, dass früher Homeschooling ja eigentlich was ganz anderes war vom Begriff her. Es waren die Schulverweigerer, die Freilerner. Wir haben ja eine relativ rigide Schulpflicht in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern und das war eine ganz kleine Minderheit, teilweise auch religiöse Fundamentalisten. Also es war eigentlich was Unkorrektes, das Homeschooling. Und dann wurde dieser Begriff umdefiniert, positiv gedeutet plötzlich in dieser Corona-Krise. Und er hat natürlich auch nicht nur die benachteiligten Familien hart getroffen, sondern auch in den Mittelschichtsfamilien haben alle gestöhnt, vor allen Dingen, wenn es kombiniert war mit Homeoffice. Also Homeoffice und Homeschooling zusammen haben auch zu einer Retraditionalisierung im Geschlechterverhältnis geführt, weil die Mütter das überwiegend ausbaden mussten. Was die soziale Spaltung angeht, die wir eben schon angesprochen haben, das hat für mich verschiedene Facetten. Das ist einmal die Infrastruktur, sprich die engen Wohnungen, die fehlende Technik. Also in vielen benachteiligten Familien gibt es nur Handys, es gibt keinen Drucker, es gibt keine Tastaturen, es gibt kein funktionierendes WLAN, manchmal nicht mal eine Mailadresse. Da gibt es ja jetzt auch die Idee, dass im Rahmen des Digitalpakts oder dieser Erweiterung des Digitalpakts Geräte zur Verfügung gestellt werden oder zumindest ausgeliehen werden können. Die Infrastruktur ist die eine Seite. Noch wichtiger ist mir aber im Sinne von Pierre Bourdieu, dem französischen Soziologen, das kulturelle Kapital der Eltern. Das heißt, Eltern, die studiert haben, können natürlich besser unterstützen als Eltern mit Hauptschulabschluss oder gar keinem Schulabschluss. Und da gibt es natürlich im Moment auch die größten Defizite, wenn man an die Kinder von Geflüchteten denkt, wo vielleicht in den Familien überhaupt kein Deutsch gesprochen wird, wo die Lehrer mir auch berichtet haben, dass man das richtig schon signifikant erkennen kann, dass die Sprachkenntnisse sich eher verschlechtert haben als verbessert, dadurch, dass eben die Schule als Lernraum nicht mehr vorhanden war. Wichtig war mir auch die, es gab ja dann ähnlich wie beim Homeschooling so eine Euphorie über das Digitalisieren von Bildung.
die Lehrkräfte, mit denen ich gesprochen habe, und die Fachleute sind da eher sehr skeptisch. Sie haben immer wieder betont, der persönliche Kontakt ist wichtig, gerade in den benachteiligten Familien. Also ich glaube, dass die Digitalisierung da im Moment überschätzt wird. Das wird auch forciert von der Industrie, von den Interessenverbänden wie Bitkom. Ich lehne das nicht völlig ab, aber ich glaube, dass es überschätzt wird, dass es Grenzen hat. Was das Engagement der Lehrkräfte angeht, glaube ich, haben wir eine Fortsetzung von dem erlebt, was vorher eigentlich schon sichtbar war. Jeder weiß in seinem Kollegenkreis, wer hoch engagiert ist und wer eher höflich formuliert zurückhaltend ist. Oder man könnte auch drastisch sagen, vielleicht eher faul ist. Und das hat sich natürlich hier auch gezeigt. Also ich habe gehört von Kollegen, Herr Möwes hat es eben schon erwähnt, die täglich versucht haben, ihre Kinder zu sehen, die an den Wohnungen, an den Häusern vorbeigefahren sind, die Material persönlich abgeliefert haben. Es gibt aber eben leider auch Kolleginnen und Kollegen, die haben alle 14 Tage eine Mail geschickt und jetzt arbeite mal schön, Kind. Und das ist natürlich nicht das, was man sich unter Fernunterricht vorstellt. Also meine Bilanz des Homeschoolings wäre das, was Herr Schleicher von der OECD, der diese PISA-Studien immer macht, als Emergency Teaching, als Notfalllehren bezeichnet. Das finde ich eigentlich den passenden Ausdruck. Soll ich jetzt gleich zum Reschooling auch noch ein paar Takte sagen, damit ich sozusagen diesen Impuls passe, oder soll ich das gleich machen? Ja, mach das mal gleich. Also ich würde gerne diese Frage der Digitalisierung nochmal aufgreifen. Okay. Ich denke mal, also das ist mein Eindruck, dass die Diskussion so ein bisschen versachlicht worden ist durch die Erfahrungen, die man da gesammelt hat. Da gibt natürlich auf der einen Seite die Leute, die sagen, ah ja, die Lehrer, die müssen sich jetzt dringend weiter fortbilden und das ist alles ganz schlimm. Aber auf der anderen Seite sehen ja auch viele, ja, man kann das in gewissem Rahmen einsetzen. Das kann ja seine, sag mal jetzt, wo die Schülerinnen und Schüler nicht mehr alle ständig in die Schule kommen können, kann das ja auch einen Sinn haben. Oder es könnte auch, sagen wir mal, für Schüler in der Sek 2, die vorm Abitur stehen, die können auch, sagen wir mal, an ihrem Computer arbeiten. Aber auf der anderen Seite sieht man auch, dass es eben nicht für alle funktioniert. Und sagen wir, es hat, wenn ich jetzt zum Beispiel Martina anspreche, Martina ist immer sehr skeptisch gegenüber der Digitalisierung gewesen, aber ich glaube, jetzt kannst du auch sehen, also bestimmte Sachen kann man machen, also wenn man es einfach mal instrumentell begreift, die ganze Geschichte. Oder wie sieht ihr? Ja, also unsere Erfahrungen sind, also auch mit dem sogenannten Homeschooling, sehr, sehr interessant, weil wir zum ersten Mal von Kindern Lernergebnisse bekommen haben, die sie eben in der Schule in der Zeit von 10 bis 10 nach 10, wenn sie da die Zeit haben, ihr Lernergebnis abzusondern, sage ich jetzt mal sehr provokativ, wo sie das nicht gemacht haben. Also wir haben Befunde, dass Kinder, die Zeit haben über Tag, durchaus in der Lage sind, mal um den Tisch zu gehen, sich wieder hinzusetzen, zu arbeiten, wieder um den Tisch zu gehen und andere Dinge dann zu machen und eben gute Ergebnisse abzuliefern. Das sind alles Ergebnisse, die im Rahmen der kognitiven Lernanforderungen zu beobachten sind. Wenn wir aber schauen, dass ja Menschen auch emotionale Bedürfnisse haben, dann sind diese Bedürfnisse meiner Meinung nach im Moment in diesem rigiden, wir tackern Kinder in Bus rein, kaum herzustellen. Also da haben wir zum Beispiel festgestellt, dass wir über Videokonferenzen, in denen wir die Kinder auch mal in Breakout-Räume gejagt haben und die Kollaboration. Breakout-Räume sind, ja, du könntest ja zum Beispiel, wenn du eine riesen Zoom-Konferenz machst, kannst du ja verschiedene Räume für Menschen einrichten, in denen sie dann geschützt auch in kleineren Gruppen sich äußern können. Und das war interessant zu beobachten, weil die Kinder sehr, sehr einen starken Austauschbedürfnisse hatten und das konnten wir am Anfang ja nur digital herstellen. Und auf der anderen Seite stellen wir aber fest, dass die Kinder sehr störungsfrei an ihren Tischen sitzen. Und ich habe das vorhin in dem Vorgespräch auch schon mal gesagt, dass ich frage das auch immer bei meinen Lehrern und Lehrerinnen ab, ob sie das denn jetzt gut finden. Und die sind schon alle sehr verdorben, weil die auf Kollaboration der Kinder aus sind. Aber offensichtlich hat sich ja was
in dieses kollektive Bewusstsein als Bild von Schule eingebrannt. Also dieses, wie muss Schule sein? Schule muss geordnet, da ist vorne einer sein, da ist vorne einer, der spricht und die anderen sitzen da und man weiß genau, was man zu tun hat. Und das hat natürlich sehr viel auch mit der Herkunft dieser Schüler und Schülerinnen zu tun, die eben sehr, sehr stark über Generationen auch verunsichert worden sind und die im Grunde genommen auch sehr hoffnungslos sind und die wir versuchen eben aufzuwecken, aufzurütteln in jeder Form. Also wir machen ganz, ganz verwirrende Erfahrungen, auch mit digitalen Medien. Aber wenn man mich fragen würde, würde ich natürlich muss eine Schule eine Quartierschule sein und sie muss ein Lebensraum sein und sie muss weg von Fächern und sie muss weg von Noten. Und sie muss weg von Jahrgängen. Also das ist ja vollständig antiquiert und kein Mensch lernt so. Ne? Also da bin ich ja mit Bergfidel, ich kenne die Filme, da bin ich ja eins. Ne? Ja, haben wir das hier etwas monolithisch zusammengesetzt, aber vielleicht sagst du auch noch mal was dazu, Christian. Nein, also auch, ich stimme dir zu, auch wir haben verschiedenste Erfahrungen mit diesem Umdenken von Schule in die Digitalisierungsrichtung gemacht. Es gibt einfach ja, positive Effekte. Wir sind, was diesen Bereich betrifft, als gesamte Schule, glaube ich, 5 Jahre nach vorne gekickt worden. Ja. Das hätte sonst über einen bewussten Schulentwicklungsprozess deutlich länger gedauert. Es gibt Formate, die stellen sich heraus, die sind digital durchaus gut. Also Übungsformate oder Erklärvideos, die ich zu Zeiten abrufen kann, wann auch immer ich sie brauche. Genau. Das heißt, hier gibt es durchaus Möglichkeiten der Individualisierung von Lernprozessen, die positiv sind. Du hast gerade auch gesagt, manchmal ist es auch gut, keine ablenkende Klassengruppe drumherum zu haben. Oder wenn ich eher so der Eulentyp bin, dann kann ich auch um 11 Uhr mit meiner Schule anfangen und muss nicht um 8 Uhr da sein. Es gibt positive Aspekte, auch wenn ich da durchaus skeptisch bin. Aber ich sehe das genauso, wie Thomas Gersterkamp das gesagt hat. Das ist jetzt nicht die neue Schulvariante. Genau. Das ist wirklich Plan B, Notfalllösung. Oder, wenn ich es positiver sagen sollte, ist es eine neue Zugangsmöglichkeit zum Lernen, die längst überfällig ist. Aber wenn wir uns da komplett drauf verlassen würden, hätte ich sofort das große Fragezeichen im Kopf oder die große Kritik, dass das eigentlich die Aufgabe, soziale Ungerechtigkeiten aufzulösen, die wir als Schule ja haben, nicht mehr erfüllt. Also ja, und genau, der Lernbegriff ist auch ein merkwürdiger, der dahinter steckt. Ne? Natürlich. Und dieses Distanzlernen oder Homeschooling, wie auch immer der Begriff dann ist, der macht diese soziale Ungleichheit einfach noch deutlich größer und diesen persönlichen Unterstützungsbedarf, den ich auch als Sonderpädagoge ja einfach persönlich gebunden sehe, den kann das nicht ersetzen und so. Da braucht es einfach, ich glaube, aufgrund der Pandemie irgendeine Mischform, obwohl das lebendige Schulleben und das echte Menschliche und das mit Zwischentönen und Interaktion, das ist einfach das echte Leben und Lernen. Ja. Vielleicht sollte man auch mal nochmal erwähnen, dass Bergfidel ist ja eine Schule, die auch sich stark der Inklusion verschrieben hat und zwar auch einem erweiterten Begriff von Inklusion, wenn ich das richtig verstanden habe, auch in den Filmen, in dem Sinne, dass zum Beispiel Roma-Kinder auch exkludiert sind und inkludiert werden müssen. Also es geht jetzt nicht nur um Kinder mit Handicaps. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, dieser Begriff der Benachteiligung, der umfasst beides. Ne? Natürlich nicht nur Behinderungen, sondern auch soziale Benachteiligungen. Und in dem Zusammenhang ist es mir ein Anliegen, jetzt, wenn wir uns langsam der Rückkehr in die Schulen nähern, auch mal ein bisschen über die Lehrerverbände zu sprechen. Also ich fand den Kurs der GEW sehr irrlichternd in den letzten Wochen. Vor allen Dingen, deswegen komme ich jetzt darauf, haben Sie sich zum Beispiel in NRW gegen Unterricht in den Förderschulen ausgesprochen. Also ausgerechnet die Kinder mit den größten Handicaps sollten nicht zurückkehren in die Schulen. Und das finde ich für eine Bildungsgewerkschaft mit einem eher linken Anspruch eine Blamage. Also bevor wir dazu kommen, Thomas, können wir gerne drüber reden, aber ich wollte jetzt doch noch mal
zurück, also auch zu dieser Frage persönliche Beziehungen aufbauen und so weiter, weil wir uns in unserem Gesprächskreis ja damit auseinandergesetzt haben und gesagt haben, ja Leute, warum holt ihr nicht einfach die Lehramtsstudierenden in die Schulen und lasst die dort die Lehrerinnen und Lehrer unterstützen und dort Angebote machen? Und soviel ich weiß, Steffen, habt ihr versucht, in Brandenburg auch an so einem Modell zu arbeiten. Genau, jetzt bin ich nicht mehr stumm. Ist richtig. Also es gibt jetzt einen gewissen Erfolg. Wir sind jetzt in der Lage gewesen, Geld zu besorgen für Ferienangebote, wo auch Lehramtsstudierende mitwirken können. Und dort wird in Brandenburg 2,5 Millionen zur Verfügung gestellt. Da war ich mit beteiligt. Die Sache ist dabei, dass wir bewusst darauf verzichtet haben, das jetzt hier als die großen Pauk-Veranstaltungen hier darzustellen, so nach dem Motto, jetzt holt mal das in den Sommerferien nach, dann habt ihr weniger frei. Das funktioniert nicht, da meldet sich auch keiner freiwillig, sondern wir gehen den Weg in den Sommerferien mit attraktiven Ferienangeboten, das zu verbinden, also im Prinzip auch pädagogische Freizeitangebote zu machen, was jetzt, wie es sich andeutet, auch ganz gut angenommen wird, das ist alles sehr kurzfristig und dann ist mein Plan noch, da bin ich aber, habe ich noch nicht die Finanzierung geklärt, also da sind wir auch noch in einer Diskussion, dass wir, beziehungsweise ich muss dazu sagen, es wird in Brandenburg mit Beginn des neuen Schuljahres, das ist eine Sache, die hat sich unsere Bildungsministerin gewünscht, eine Art Lernstandsanalyse geben. Das heißt, alle Schulen sind aufgefordert, im Prinzip zu prüfen, zu Beginn des Schuljahres, welche Schüler haben im Prinzip doch größere Probleme gehabt, wer ist nicht mit dabei, nicht mitgekommen, und dann soll entschieden werden, welche Angebote es dann im laufenden nächsten Schuljahr gesondert geben soll, um gerade diese Kinder zu unterstützen. Und da will ich eigentlich rein dann mit solchen Lernbegleitungsangeboten. Das ist für mich ein besserer Weg, individuell hier dann auch zu unterstützen, als jetzt ist auch in der Diskussion, die Herbst- und die Osterferien jetzt für weiteren Unterricht zu opfern. Also es gibt teilweise so abstruse Vorstellungen. Erst gestern wieder Mecklenburg, Vorpommern hat dann vorgeschlagen, die drei variablen Ferientage zu opfern, um dann 3 Tage mehr Schule zu machen und so weiter. Das ist alles Tropfen auf dem heißen Stein und sind alles. Also jetzt ist viel Aktionismus unterwegs gerade in dem Bereich. Deswegen bin ich froh, dass wir das mit den Ferienangeboten noch eher auch als Freizeitgestaltung machen, auch mit Projekt- und Handlungsorientierung dabei, aber wirklich etwas Attraktives zu machen auch. Und dann ist mein Wunsch, meine Vorstellung, eher dann zu gucken, wenn wir auch dann im neuen Schuljahr sehen, wie sich das entwickelt, hier mit individuellen Lernbegleitern zu arbeiten. Ja, ich meine, das ist doch ein Ansatz, den man auch irgendwie weiter verfolgen sollte, finde ich, weil er auch irgendwie mit einem anderen Lernverständnis zu tun hat. Also, ne, dass es eben nicht nur darum geht, also den Lehrplan abzuarbeiten, sondern dass es vor allen Dingen auch auf den Aufbau von persönlichen Beziehungen ankommt. Und das ist eine Sache, die ja auch angehende Lehrerinnen und Lehrer auch dabei lernen können. Also das ist sozusagen eine Win-Win-Situation, die dadurch entstehen würde. Und Thomas, nicht, dass ich eine GEW-Kritik abwürgen wollte. Ich meine, das führt eigentlich auch wieder dazu, ich habe es vorhin schon erwähnt, es auf Spiegel Online ist so ein Interview mit einem Kinderpsychiater und er sagt auch, es ist doch schrecklich, wenn man jetzt Kinder nur noch als Träger von Viren und mögliche Spreader sieht und viele Stellungnahmen der GEW machen sich eben auch Gedanken um sozusagen den Schutz der Kräfte vor Ansteckungen und so weiter. Aber wichtig ist es natürlich auch, dass Räume geschaffen werden, in denen Schülerinnen und Schüler Erfahrungen sammeln können, in denen sie sich ausleben können. Ich möchte da auch nicht missverstanden werden. Natürlich ist es völlig legitim, wenn eine Gewerkschaft Interessenverband ist für ihre Mitglieder und dass einer Gewerkschaft der Lehrenden die Gesundheit ihrer Mitglieder am Herzen liegt, finde ich vollkommen legitim. Aber es beißt sich natürlich mit diesem Ziel der Bildungsgerechtigkeit, wenn man den Befund hat, Homeschooling führt zur Verstärkung von sozialen Unterschieden, dann muss man natürlich da schon ein bisschen sensibel mit umgehen. Und das hat mir ein bisschen gefehlt. Und da kommt auch wieder das alte Lehrerbashing dann hoch in der Gesellschaft. Also es hat diverse
Interviews gegeben. Es gab einen Brennpunkt, wo die Moderatorin dann den Meidinger vom Lehrerverband, glaube ich, fragte, gilt denn die Schulpflicht nicht auch für Lehrer? Also da sind wir schon ganz kurz vor den faulen Säcken und diesen Klischees, die über Lehrer ja nun auch massenhaft kursieren. Und das ist überhaupt nicht mein Anliegen. Es gibt ganz viele hochengagierte Kollegen im Moment, aber es gab eben auch massive Personalprobleme in den Schulen und gibt die bis heute. Also in der Phase der Rückkehr in die Schulen haben 20% der Kollegen gefehlt. Das ist eine sehr hohe Quote und der Vergleich ist ein bisschen schief und ungerecht, das weiß ich, aber man stelle sich in der Industrie vor, alle über 60 sagen, ich komme nicht mehr, das Risiko ist mir zu hoch, ich brauche auch keinen Attest. Also das wird sich kein privatwirtschaftliches Unternehmen gefallen lassen. Und ein bisschen mehr Engagement muss man dann auch im öffentlichen Dienst erwarten. Mhm. Naja, gut, es gibt natürlich, Christian, du wolltest was sagen. Ja, also ich... das Problem dieses des Bashings oder der Schuldzuweisung hin und her, das entsteht, glaube ich, ganz schnell dann, wenn der Druck auf irgendeine Gruppe groß ist. Und der Druck war auf verschiedene gesellschaftliche Gruppen in letzter Zeit unglaublich hoch. Uns als Schule hat natürlich der Druck der Eltern einfach erreicht, die selber im Homeoffice waren oder von Arbeitslosigkeit oder Firmenzusammenbrüchen bedroht sind, die ihre Kinder auf einmal zu Hause den ganzen Tag hatten, was auch eine völlig ungewohnte Situation für viele waren. So richtige Familienstreitigkeiten sind dann durchaus erstmal hochgekommen, wie das sonst eigentlich nur bei langen Ferien der Fall ist. Wir sind ganz gut damit gefahren, dass wir unseren Eltern auch in so einer großen Videokonferenz ganz offengelegt haben, mit welchen Problemen wir gerade zu kämpfen haben, von erstmal einer Schocksituation vor den Osterferien, die uns selber betroffen hat als Lehrer, bis hin zu dem Problem, dass wir nur noch mit 70% der Leute auskommen müssen und so weiter. Und die Eltern haben uns erzählt, was ihre Sorgen sind. Das war eine Monstersitzung bis spät in die Nacht. Und wir haben dann versucht, diesen Eltern entgegenzukommen und haben gesagt, okay, wenn ihr uns jetzt alle in die Notversorgung schickt, dann bricht unsere Schule zusammen. Also können wir nicht Arrangements treffen, die uns auch alle diese Tage ermöglichen und dass wir da rauskommen. Und da sind wir dann zumindest aus diesen Schuldzuweisungen herausgekommen aus dieser Phase. Ich würde gerne auch noch eine kurze Sache dazu machen. Also dieses Bashing und was sich da ausdifferenziert, das differenziert sich ja schon immer aus zwischen Lehrer und Lehrerin. Und das ist ja systemisch bedingt. Also ich sage jetzt mal, das Gymnasium kann nur funktionieren mit dem Background der Eltern. Und so agieren diese Schulen ja auch. Also ich habe viele Berichte von Schulen, gerade von Gymnasien, die sehr schnell gesagt haben, nee, wir machen keine Konferenzen, das ist alles digital, datenrechtlich höchst fragwürdig. Und die Schulen, die in prekären Situationen sind, das waren die, die sich aufgemacht haben und die sozusagen gesagt haben, wir müssen jetzt sofort handeln, weil sonst bricht das, was wir über Jahre aufgebaut haben, zusammen. Das sind aber auch die Lehrer und Lehrerinnen, die im weitesten Sinne häufig ein politisches Engagement auch in ihrer Tätigkeit sehen, die einen politisch motivierten Unterricht machen, die Schule als Demokratieraum empfinden, die sozusagen mit den Schülern und Schülerinnen auch kritisch auf ihre Situation schauen. Also da muss man eben hinschauen, in welches Segment des Schulsystems blickt man an der Stelle. Mhm. Und wer agiert systemisch auch folgerichtig und vollständig logisch, auch in dieser Krise? Ja, wobei es ist ja nicht nur das System, sondern ich komme mal zurück, auch wohin ist er erwähnt worden, Andreas Schleicher, der PISA-Mensch, hat jetzt in einem Interview gesagt, ja, vielleicht ist das auch ein Mangel der deutschen Lehrerausbildung. Man braucht auch eine, aber ich denke mal, es ist ein Mangel auch der Administration. Man braucht Freiräume, man braucht kreative Lösungen, wie man das auch zusammenbringen kann, jetzt die Hygieneanforderungen und den Schulraum als Raum für die Kinder und Jugendlichen. Simple Sachen, zum Beispiel, dass man draußen unterrichtet oder sich draußen trifft. Da muss man auch nicht nur den normalen Unterricht machen, sondern man kann irgendwelche
sich dort anbietenden Projekte unternehmen. Also das ist schon mal eine Lösung. Oder was wir eben auch vorgeschlagen haben, kleine Gruppen. Also die Lehrerin, mit der ich gesprochen hatte, sagt, ja, in der Corona-Zeit, da hatten sie kleine Gruppen. Die haben sich zwar nicht jeden Tag in der Woche getroffen. Da sind Schülerinnen, die vorher nichts gesagt haben, auf einmal aufgeblüht. Jetzt seit gestern sitzen sie wieder mit 30 Kindern in der Busformation zusammen und machen ordentlichen Frontalunterricht. Ich sage, so frontal war es eigentlich noch nie, wie sie das jetzt gehabt haben. Genau. Ne? Genau so. Mhm. Ja. Das heißt also, da hat sich schon irgendwie was gelockert auch durch diese Corona-Situation. Vielleicht sind da auch Erwartungen entstanden, geweckt worden, die vielleicht auch zu neuen Lösungen führen. Ne? Ich meine, die Krise ist ja bekanntlich, soll ja eine Krise immer auch die Chance für einen Neubeginn sein. Und das sind sicherlich Sachen, die jetzt auch gar nicht nur mit Corona zusammenhängen, sondern die in Schulen wie euren, in Bergfiedel und in Rheinhausen schon lange irgendwie erprobt werden, dass man halt von den klassischen Dingen wegkommt.